Jeder träumt doch davon, finanziell unabhängig zu sein und Geld zu verdienen, ohne dafür täglich arbeiten zu müssen. In diesem Video zeige ich dir 22 Möglichkeiten auf, wie du ein passives Einkommen generieren kannst und quasi im Schlaf dein Geld verdienst. Bleib unbedingt dran. Bis gleich. Hi und sei gegrüßt, ich bin's wieder, der Alex von Smart2 Finance. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du deine monatlichen Einnahmen erhöhen kannst. Das Video verlinke ich dir hier oben. In diesem Video soll es darum gehen, dass ich dir 22 Möglichkeiten aufzeigen möchte, wie du ein passives Einkommen generieren kannst. Das bedeutet, du hast einen einmaligen Aufwand und verdienst dann über einen längeren Zeitraum hinweg Geld, quasi im Schlaf, ohne noch einmal dafür etwas tun zu müssen. Wenn dich die Tipps interessieren, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn sie werden zum Ende hin auch immer spannender. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonnierst. Damit unterstützt du mich und stellst auch sicher, dass du keine weiteren Videos in Zukunft verpasst. So, jetzt legen wir aber los. Tipp Nummer 1: Verdiene Geld mit deiner eigenen Musik. Falls du gerne singst und deine eigenen Songs schreibst, nehme diese auf und verkaufe sie an TuneCore. TuneCore wiederum vertreibt sie für dich ganz bequem weiter an Apple Music, Amazon Music, Spotify und einige andere Plattformen. Den Link zu TuneCore findest du unter der Videobeschreibung. Tipp Nummer 2: Verdiene Geld mit deinen Abschlussarbeiten. Falls du ein abgeschlossenes Studium hast oder vielleicht sogar promoviert hast und du besitzt noch deine alte Bachelor- oder Masterthesis oder du möchtest deine Doktorarbeit zur Verfügung stellen, dann mache das unbedingt. Zum Beispiel kannst du das über diplomarbeiten24.de tun. Den Link findest du ebenfalls unter der Videobeschreibung. Andere Leute können somit deine Arbeiten kostenpflichtig anschauen, sich davon inspirieren lassen und du verdienst damit noch einmal Geld. Tipp Nummer 3: Verdiene Geld mit deinen Bildern. Falls du gerne fotografierst oder digitale Grafiken erstellst, dann verkaufe diese doch an Alami oder zum Beispiel 500pix.com. Die Links findest du ebenfalls unten und lass dich doch für deine Bilder bezahlen. Andere Leute können diese dann herunterladen und zum Beispiel für ihre Webseiten verwenden und du bekommst regelmäßig Geld. Tipp Nummer 4: Verdiene Geld mit deinen Texten. Falls du gerne textest, Fachbeiträge schreibst oder gerne Gedichte schreibst, stelle diese doch online zur Verfügung. Viele Menschen bezahlen dafür Geld, um diese dann verwenden zu dürfen. Textbroker hilft dir dabei. Den Link findest du ebenfalls unter der Videobeschreibung. Möglichkeit Nummer 5: Verdiene Geld mit Patenteinnahmen. Bist du kreativ und handwerklich begabt? Überlege dir, ob dir irgendetwas einfällt, das der Menschheit den Alltag erleichtern könnte oder irgendein anderes Problem löst. Lass das patentieren und verdiene damit dann später dein Geld. Du kannst es zum einen über Lizenzen vertreiben oder einmalig an eine andere Firma verkaufen. Tipp Nummer 6: Verdiene Geld mit Büchern. Falls du gut und gerne schreibst und Ideen hast, welche Sachbücher oder Geschichten andere Menschen interessieren könnten, schreibe doch einfach mal ein Buch. Du kannst dieses entweder über einen Verlag verkaufen oder, was noch viel einfacher ist, verkaufe dieses über den Amazon Kindle Shop als E-Book. Andere Leute können sich dieses dann ganz einfach herunterladen. Tipp Nummer 7: Verdiene Geld mit Excel-Vorlagen. Bist du fit mit Microsoft Excel und hast du vielleicht auch schon eigene Vorlagen entwickelt, dann stelle diese doch auch anderen Menschen zur Verfügung. Es gibt einige Portale im Internet, an die du diese verkaufen kannst. Ein mögliches Portal verlinke ich dir unter der Videobeschreibung. Tipp Nummer 8: Verdiene Geld mit Cashback-Programmen. Wenn du gerne im Internet Reisen buchst oder gerne auch einfach online shoppst, dann solltest du auf jeden Fall irgendein Cashback-Programm nutzen. Zum Beispiel gibt es die Website shop.de mit Doppel-O. Wenn du über diese Website bei einem Partner etwas bestellst, dann bekommst du teilweise 5-10% deines Kaufpreises als Cashback wieder rückvergütet auf das Shop-Konto und kannst es dir regelmäßig auszahlen lassen. Unter dem Video findest du einen Link. Wenn du dich darüber registrierst, bekommst du sogar 10 Euro Startguthaben. Tipp Nummer 9, und dieser ist etwas extravaganter: Verdiene Geld mit einer Kreditkarte. Die Kryptobörse Crypto.com hat in Zusammenarbeit mit Visa eine Kreditkarte auf den Markt gebracht, mit der du bis zu 8% Cashback und einen kostenlosen Spotify, Amazon Prime oder Netflix Account bekommen kannst. Du musst hierzu für eine bestimmte Summe, je nachdem welche Mitgliedschaft du anstrebst, Crow halten, das ist der eigene Kryptocoin. Solange du diesen hältst oder auch stakest, wie es in der Fachsprache genannt wird, bekommst du eben Cashback und kannst kostenfrei die jeweiligen Accounts nutzen. Tipp Nummer 10: Verdiene Geld mit Airdrops. Was sind überhaupt Airdrops? Heutzutage erscheinen am Markt täglich neue Kryptowährungen. Die Unternehmen, die diese Kryptowährung erschaffen, möchten natürlich ziemlich schnell bekannt werden. Aus diesem Grund verschenken sie zu Marketingzwecken ihre eigenen Coins. Es ist meistens daran geknüpft,
dass man einem Telegram-Account beitreten muss oder einen Tweet retweeten muss. Allerdings kostet es nichts und das Beste ist, dass sich die Kurse häufig sehr schnell für 10 oder für 100 fachen. Eine Website, die Airdrops veröffentlicht, verlinke ich dir unter dem Video. Möglichkeit Nummer 11: Verdiene Geld mit Mitfahrgelegenheiten. Es gibt Portale wie BlaBlaCar oder mitfahrgelegenheit.de, auf denen du deine Fahrten, die du regelmäßig ausführst, inserieren kannst und dir Mitfahrer suchen kannst. Falls du vielleicht sogar beruflich oder aufgrund deines Studiums regelmäßig Langstrecken fährst, macht es umso mehr Sinn. Ab 2 Mitfahrern hast du definitiv deine Strom- oder Benzinkosten bereits reingeholt. Wenn du 3 Mitfahrer mitnimmst, dann machst du sogar im Normalfall Gewinn. Nutze auf jeden Fall die Chance und das Beste ist, du lernst häufig noch sehr interessante Menschen kennen und du musst nicht alleine fahren. Möglichkeit Nummer 12: Vermiete dein PKW. Falls du ein eigenes Auto hast, das du gar nicht so oft brauchst, dann vermiete das doch einfach an andere. Es gibt Portale wie zum Beispiel GetAround, den Link findest du ebenfalls unten, über die du dein Auto einstellen kannst. Andere Leute können sich dieses dann mieten. Besonders beliebt sind Busse oder Vans, im Optimalfall vielleicht sogar noch mit Schlafmöglichkeit. Diese können dann Menschen auch noch für Urlaubsreisen nutzen. Und bevor dein Auto an Wert verliert, lass es doch anderen Leuten Spaß bereiten. Je älter dein Auto ist und je günstiger der Restwert, desto interessanter ist dieses Modell. Der 14. Tipp darf natürlich nicht fehlen. Verdiene Geld mit deinem eigenen YouTube-Kanal. Falls du Interessen hast oder Hobbys hast, die du mit anderen teilen möchtest und meinst, dass du dafür auch noch eine Zielgruppe findest, die das Ganze ansprechend findet, dann drehe doch Videos und verdiene über YouTube Geld. Das Beste daran ist, wenn du ein gutes Video postest, kannst du über viele Jahre hinweg damit im Schlaf dein Geld verdienen. Tipp Nummer 15: Verdiene Geld mit Online-Kursen. Du kannst ganz einfach heutzutage PDFs oder Videoreihen drehen, in denen du jemandem etwas beibringst, wie zum Beispiel, wie er seine Finanzen besser in den Griff bekommen kann oder wie er lernen kann, Gitarre zu spielen. Das Beste an solchen Kursen ist, mit der entsprechenden Software kannst du die Videos oder die PDFs automatisiert an deine Kursteilnehmer in gewissen Abständen zukommen lassen und du verdienst monatlich oder einmalig, je nachdem, wie du deinen Kurs monetarisieren möchtest, damit Geld. Tipp 16: Verdiene Geld mit einem Online-Blog. Falls du gerne über irgendein Thema regelmäßig berichten möchtest, zum Beispiel machst du eine Weltreise und möchtest andere Leute daran teilhaben und verfasst dazu jeden Tag ein paar Videos, Fotos und ein paar Texte, kannst du auch diesen monetarisieren lassen, zum Beispiel über Werbeeinblendungen oder Affiliate-Links. Tipp 17: Verdiene Geld mit Dropshipping. Das Dropshipping-Modell ist mittlerweile schon sehr bekannt und viele Menschen haben schon sehr erfolgreich damit sehr viel Geld verdient. Das Bequeme dabei ist, du musst einmal den Shop anlegen und kannst mit Fertiganbietern wie zum Beispiel Shopify ganz einfach von namhaften Herstellern oder größeren Online-Shops das gesamte Sortiment in deinen eigenen Shop integrieren. Und das Beste daran ist, du musst weder die Produkte lagern, noch musst du den Versand selbst übernehmen oder die Retourenabwicklung. Das alles übernimmt dann der jeweilige Versender für dich. Und du verdienst ganz bequem im Schlaf und von zu Hause aus dein Geld. Möglichkeit Nummer 18: Amazon FBA. Ähnlich wie beim Dropshipping funktioniert das Amazon FBA-Programm. Der Hauptunterschied liegt allerdings daran, dass man das Produkt selber einkauft. Sprich, man importiert oder lässt ein Produkt selber herstellen, liefert dieses dann aber an das Amazon-Lager und Amazon versendet an den Kunden und übernimmt auch die Retourenabwicklung. Und der Endkunde profitiert ganz klassisch vom Amazon Prime-Programm mit dem schnellen und kostenlosen Versand. Besonders praktisch ist auch hier, dass man nicht täglich arbeiten muss, da die Bestellungen automatisiert eingehen und Amazon für einen die gesamte Logistik übernimmt. Tipp Nummer 19: Investiere in Aktien und ETFs. Es führt in der aktuellen Niedrigzinsphase eigentlich keinen Weg daran vorbei, Aktien oder ETFs zu besitzen, da man einfach auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Sparbuch nichts mehr für sein Geld bekommt. Hat man folglich Geld über, oder ist bereit, monatlich etwas zu sparen und zu investieren, sollte man auf jeden Fall einen Aktiensparplan eröffnen. So profitiert man langfristig von Kurssteigerungen, aber auch von Dividenden. Wichtig hierbei ist, dass man entweder einen weltweiten ETF nimmt oder namhafte und große Unternehmen, die es schon sehr lange gibt und die auch schon lange Dividenden zahlen. So ist man auf der sicheren Seite. Wichtig ist allerdings hier, dass es Geld sein muss, das man nicht sofort benötigt und auch längere Zeit Kursschwankungen aussitzen kann, falls es mal aufgrund einer Krise zu Börsenschwankungen kommt. Tipp 20: Investiere in P2P-Kredite. Was sind P2P-Kredite? Bei P2P-Krediten handelt es sich um Online-Plattformen wie zum Beispiel Mintos und Bondora. Diese sammeln online von Investoren aus der ganzen Welt Gelder ein und verteilen diese weiter als Kredite für Verbraucher, die sich dann wiederum Urlaubsreisen oder zum Beispiel ein neues Auto von dem Geld kaufen können.
Da es sich um Kurzzeitkredite handelt, sind diese sehr hoch verzinst, was dann wiederum dem Investor eine hohe Rendite verspricht. Beachte aber auch hier, dass Investitionen in P2P-Kredite ein Hochrisikoinvestment sind und man hier auch nur Gelder investieren soll, die man auch bereit ist zu verlieren im schlimmsten Fall, da die Plattformen häufig noch nicht staatlich reguliert sind und auch keiner Einlagensicherung unterliegen. Benutze gerne meine Empfehlungslinks unter den Videos, dann erhältst du zum Beispiel bei Bondora 5 € Startguthaben und unterstützt auch mich dabei. Tipp 21: Verdiene Geld mit P2P-Immobilieninvestments. Diese laufen ähnlich ab wie bei Mintos und Bondora, allerdings ist hier der einzige Unterschied, dass man in Immobilien investiert. Der riesige Vorteil ist dabei allerdings, dass die Immobilien tatsächlich besichert sind und man eine erstrangige Grundschuld erhält. Somit ist ein Ausfall einer Rückzahlung wesentlich unwahrscheinlicher. Wichtig ist aber auch hier, dass man sein Geld in verschiedene kleine Projekte investiert. Hat man zum Beispiel 100 € zum Investieren, sollte man in 10 oder 20 Immobilien a 5 oder 10 € Investitionen. Hat man zum Beispiel 100 €, die man investieren möchte, sollte man zum Beispiel 10 mal 10 € investieren in 10 verschiedene Projekte. Falls eines ausfällt und die erste Grundschuld tatsächlich nicht zurückerlangt werden könnte, hat man somit nur 10 € verloren und holt diese mit den anderen 9 Projekten wieder rein im Normalfall. Wichtig ist auch hier, dass man nur Geld investieren sollte, dass man auch bereit ist zu verlieren, da es auch hier keine gesetzliche Einlagensicherung gibt und das Ganze noch nicht wirklich staatlich reguliert ist. Ein Anbieter, den ich selber seit Jahren nutze, ist zum Beispiel Estate Guru. Den Link verlinke ich dir unten. Wenn du dich über meinen Bonuslink registrierst, bekommst du extra 0,5% Rendite. Der letzte Tipp in diesem Video: Investiere in Startup-Unternehmen. Das kannst du zum Beispiel über Plattformen wie Companisto tun. Wichtig ist aber auch hier zu wissen, dass man nur Geld investieren sollte, dass man auch bereit ist, im Notfall zu verlieren. Sollte nämlich das Startup-Unternehmen, das man investiert hat, pleite gehen, ist die eigene Investition im Normalfall komplett verloren. Sollte allerdings das Unternehmen erfolgreich sein und wachsen und vielleicht durch ein größeres Unternehmen gekauft werden, erhält man häufig ein Vielfaches seines Investments zurück. Wichtig ist auch hier zu streuen, man sollte nicht sein ganzes Geld in ein Unternehmen stecken, sondern lieber kleinere Beträge auf viele Unternehmen verteilen. So, das war's auch schon für heute mit den 22 Tipps zum passiven Einkommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp für dich sinnvoll ist und du das ein oder andere umsetzen kannst, um auch selbst ein passives Einkommen zu generieren. Beachte bitte, dass die Investitionstipps keine Anlageberatung darstellen und du immer, bevor du dein eigenes Geld investierst, auch selbst eine Recherche anstellen solltest. Wenn dir das Video gefallen hat und du es noch nicht getan hast, lass mir bitte einen Daumen da und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es dann wieder heißt Smart to Finance. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Ciao, ciao.